Das Endspiel 1985 zwischen dem Außenseiter Bayer Uerdingen und dem großen FC Bayern München. Berlin, Berlin, endlich war man in Berlin. Nach 42 Jahren Pause das Pokalendspiel im Olympiastadion von Berlin. Der DFB hatte beschlossen, hier soll das neue deutsche Wembley sein. Hier will man in Zukunft alle Pokalendspiele bestreiten. Und es wurde ein toller Auftakt dieser neuen Tradition. Der FC Bayern mit Udo Lattek wollte die Titelverteidigung gegen Karl-Heinz Feldkamp und den krassen Außenseiter Bayer 05 Uerdingen. Es wäre auch bei einem Erfolg der erste Doublegewinn von Udo Lattek als Bayern-Trainer. Eine Woche zuvor waren die Münchner Bayern deutscher Meister geworden. Uerdingen in den weißen Trikots, aber mit sehr forschem Beginn. Die wollten richtig was zeigen. Konterchance in der Anfangsphase. 4 Minuten vorbei durch den jungen Roland Wohlfahrt. Auf den Neuzugang Lothar Matthäus und beinahe ein Eigentor von Norbert Brinkmann. War nicht einfach, diesen Ball zu klären für den Vorstopper von Bayer Uerdingen. Karl-Heinz Feldkamp, er hatte einige richtig klasse Spieler dabei. Matthias Herget war unter Nationaltrainer Franz Beckenbauer Libero geworden. Auch in der Nationalmannschaft. Dazu natürlich die Funkelbrüder im Mittelfeld, Friedhelm und Wolfgang. Ein energischer Antritt von Vorstopper Eder. Und hier ist Dieter Hoeneß, eine klasse Aktion. Ganz ungewohnt. Eine technisch so gekonnte Aktion vom langen Mittelstürmer. 8. Spielminute, die beruhigende Führung für den Favoriten. Die Bayern, wahrscheinlich werden sie es wieder. Die Bayern mit Udo Lattek. Toll der Vorstoß von Norbert Eder und dieser Haken und dann mit links. Klasse Aktion, Dieter Hoeneß, 8. Minute. Alles nahm den erwarteten Verlauf. Sie hören noch den Torjubel, diese Szene ungekürzt. Die direkte Antwort von Uerdingen über Matthias Herget. Hier ist Werner Buttgereit. Augenthaler verlängert den Ball und Horst Feilzer 40 Sekunden nach der Bayernführung 1-1. Unbeschreibliche Freude, wie ein junges Küken hüpft er da über den Rasen. Horst Feilzer. Und da gab es eine besondere Geschichte. Achten Sie jetzt auf Horst Feilzer und sein Kaugummi. Es fällt ihm gleich aus dem Mund. Der war abergläubisch. Der konnte ohne Kaugummi einfach nicht spielen, weil der Mund sonst zu trocken war. Der Zeugwart hatte die Kaugummis vergessen. Er fragte im ganzen Stadion, im Innenraum vor dem Anpfiff rum. Und Jörg Dahlmann, damals Nachwuchsredakteur beim ZDF, gab ihm unmittelbar vor dem Anpfiff ein Kaugummi. Sonst hätte wohl Horst Feilzer hier nicht getroffen. 1-1. Und die Jungs aus dem Krefelder Stadtteil Uerdingen fühlten sich richtig wohl in der Außenseiterrolle. Ein Fahrstuhlteam in den 70er und 80er Jahren. Jetzt waren sie mal wieder oben in der Bundesliga und standen erstmals im Pokalfinale. Wolfgang Schäfer durchgesteckt auf den Isländer, auf Lars Gudmundsson. Knapp 20 Minuten rum. Es tat sich Erstaunliches. Nicht etwa Udo Lattek. Neben ihm sein Assistent Egon Cordes und der FC Bayern hatten hier die Tormöglichkeiten. Nein, Uerdingen spielte sich in einen Rausch und dann war er drin, Horst Feilzer. Und da regt er sich auf. Nichts da mit Doppelpack. Schiedsrichter Werner Vöckler und sein Assistent hatten auf Abseits entschieden. Eine Fehlentscheidung. Diese alten Spiele zeigen auch, dass sich die Schiedsrichtergilde entscheidend weiterentwickelt hat. Heute ging in so einer Situation nie und nimmer die Fahne hoch. Hansi Flügler stand noch einen halben Meter tiefer als Horst Feilzer. Treffer nach einer halben Stunde hätte also zählen müssen. Aber Uerdingen ließ sich von sowas nicht zurückwerfen. Sie waren in der ersten Hälfte die eindeutig bessere Mannschaft. Pausenstand glücklich, muss man so offen sagen, für den Favoriten Bayern München. Und auch nach Wiederbeginn. 47. Minute, Wolfgang Schäfer, der zweite Stürmer neben Gudmundsson, wird im letzten Moment abgeblockt. Tolles Kampfspiel mit spielerischen Akzenten von Bayer Uerdingen. Von den Münchner Stars im Mittelfeld, Lerby und Matthäus, überhaupt nicht zu sehen. Dafür in der 48. Minute, Wolfgang Dremmler und der sieht rot.
hatte vor der Pause schon die gelbe Karte gesehen. Da hatte man dann auch nicht mehr den Kredit in alten Tagen, als es die heutige gelb-rote Karte noch gar nicht gab. Völlig zu Recht, wenn man gelb vorbelastet ist, durfte man auch damals nicht so in einen Zweikampf gehen. Ab der 48. Minute 11 gegen 10. Und die Bayern blieben schläfrig. Matthäus lässt sich hier den Ball abjagen. Er war mit der schwächste Mann in diesem Endspiel 1985. Und Wolfgang Schäfer wird im letzten Moment von Augenthaler noch abgeblockt. Das Spiel jetzt knapp eine Stunde alt. Mittlerweile die Uerdinger nicht nur aus einer Konterstellung heraus, sondern sie machten das Spiel, wollten die neu gewonnene Überzahl nutzen. Herget, der Libero, schob sich jetzt mehr und mehr als Spielgestalter ins Mittelfeld. Buttgereit, toller Pass. Hier ist Wolfgang Schäfer. Und das ist es, das 2:1 für den krassen Außenseiter Wolfgang Schäfer. Er hat mal gesagt, ich trage einen Allerweltsnamen und ich bin ein Allerweltsfußballer. Nein, er war der Held von Berlin an diesem frühen Abend 1985. Buttgereit setzt ihn in Szene und dann gehört auch ein bisschen Glück dazu. Der reingrätschende Norbert Eder fälschte den Ball unhaltbar für Bayern-Keeper Raimund Aumann ab. Aumann im Übrigen für den verletzten Jean-Marie Pfaff zwischen den Pfosten. Hier konnte er nichts machen. Torschütze Wolfgang Schäfer übernachtete übrigens im Hotel mit seiner Ehefrau und zwischen den beiden lag der DFB-Pokal. Wie er da hinkam, wusste am nächsten Morgen keiner mehr. Die Uerdinger spielten weiter. Sie waren das gefährlichere Team. Hier kommt Friedhelm Funkel eine Viertelstunde vor dem Ende. Den macht er nicht. Unfassbar eigentlich bei seiner sonstigen Quote. 83 Bundesliga-Tore in 320 Partien. Friedhelm Funkel. Also die Entscheidung vertagt, aber von den Bayern kam fast nichts. Keine herausgespielten Möglichkeiten in der zweiten Hälfte. Lohntins, die Uerdinger, sie rannten, sie kämpften und sie spielten. Sie waren die bessere Mannschaft. Wolfgang Schäfer zurück zu Lohntins, 10 Minuten vor dem Ende. Nur wie viele Chancen wollten sie denn noch auslassen? Und dann schon die Nachspielzeit. Karl-Heinz Feldkamp wartete. Immer noch 2:1. Aber Werner Vöckler ließ über 2 Minuten nachspielen. Doch nochmal die Bayern. Ein letzter verzweifelter Versuch. Augenthal. Aber da war keine Struktur, da war keine Idee. Der eingewechselte Michael Rummenigge und Dieter Hoeneß mit dem Ausfallschritt. Aber da konnte er nie und nimmer rankommen. Dann war es besiegelt. Eine der größten Überraschungen der Pokalgeschichte. Bayer Uerdingen bezwingt den frisch gebackenen deutschen Meister FC Bayern München mit 2:1. Der erste große Triumph des Karl-Heinz Feldkamp. Es sollten für ihn noch weitere in Berlin folgen. Sieger 1985, der Underdog Bayer 05 Uerdingen durch diese stolze 2:1 über die Münchner Bayern.